Also für mich persönlich war Waldhof natürlich auch immer ein großer Verein. Und ja, aus persönlicher Entscheidung, dass ich mich einfach weiterentwickeln wollte und denke, dass es der richtige Schritt war für mich. Ja, also ich habe ja schon oft gegen Waldhof auch gespielt und da waren eigentlich die Gesichter alle bekannt. Von daher hat man sich schon gesehen auf dem Platz und persönlich noch nicht direkt, aber ich wurde eigentlich jetzt nahtlos aufgenommen hier und fühle mich jetzt schon sehr wohl. Ja, ich bin eher ein schnellerer Spieltyp, also ich komme eher aus meiner Schnelligkeit und ja, freue mich natürlich auch von hinten die Angriffe mit nach vorne zu begleiten und einfach immer Gas zu geben. Ja, ich möchte mich weiterentwickeln, das ist ja ganz klar. Ich komme jetzt auch aus der vierten Liga, freue mich auf die dritte Liga und möchte mich da natürlich auch beweisen. Ja, ich denke, der Start ist ganz wichtig, dass wir da direkt punkten. Und ja, ich denke, der Rest kommt von alleine. Ich habe jetzt die ganzen Jungs ja hier schon kennengelernt und wie alle arbeiten, auch nach dem Training, vor dem Training. Und ich denke, wenn wir genauso weitermachen, dann kommt der Erfolg von alleine. Ja, also ich glaube mit 4 habe ich angefangen und es ging eigentlich schon durch die ganzen, also mein Vater hat schon Fußball gespielt, davor die Generationen haben Fußball gespielt, da lag es mir wahrscheinlich schon ein bisschen in die Gene und ja, es hat angefangen eigentlich, da habe ich schon so ein bisschen auf dem Fußballplatz die Gräser gezählt und alles, so klein war ich, aber mit 4 habe ich angefangen und bin dann auch relativ schnell in ein Nachwuchsleistungszentrum gekommen mit 9 bei der Eintracht und da ging dann eigentlich der Weg immer weiter. Ja, es gab natürlich einige. Ich würde jetzt mal so bis jetzt denken, war das Benefizspiel gegen Bayern München so ein Highlight. Das ist natürlich mal was Besonderes, gegen Ribéry zu spielen, gerade weil er auch links außen gespielt hat. Das ist natürlich dann als Rechtsverteidiger dann auch natürlich, freut man sich. Und war natürlich dann auch ausverkauft, war auf jeden Fall ein schönes Spiel, ein tolles Erlebnis für mich. Ja, Idol, ich würde sogar sagen David Alaba. Links hinten zwar ein bisschen, ich spiele rechts, aber man kann sich natürlich auch ein bisschen was von ihm abgucken, auch wenn es dann quasi spiegelverkehrt ist. Ja, voller Name ist ja Jan Hendrik, meistens reicht Jan und ja, auf dem Fußballplatz geht es meistens so schnell zu, dass sowieso dann nur Jan rauskommt, also reicht es vollkommen. Ja, in meiner Freizeit mache ich eigentlich viel mit Freunden, mit der Freundin und ja, eigentlich nutze die Zeit jetzt natürlich auch, um nochmal nach Hause zu fahren, da die Kontakte zu pflegen und bin eigentlich eher der Typ, der dann eher rausgeht und was mit Freunden macht. Nee, also ich versuche immer, wenn ein Sieg natürlich gelungen ist, die Abläufe mal beizubehalten und falls eine Niederlage ist, versuche ich immer ein bisschen was abzuändern, aber meistens ist es nichts Großes, also dass ich jetzt den Schuh immer nur mit rechts anfange oder so, nee, das gibt's nicht. Also ich versuche mich eigentlich immer gleich vorzubereiten und immer jeden Tag daran zu arbeiten, dass es klappt.